So, nach etwas Überschleifen, circa 5 Stunden, ist die Oberfläche jetzt ziemlich glatt. Die Haube passt auch wunderbar, ohne dass man drücken muss. Und ja gut, die Übergänge hier bei den einzelnen Druckstücken, die muss man halt ein bisschen nachspachteln. Und hier waren so kleine, ja, wie Hungerbacken eingefallen. Die habe ich halt ein bisschen aufgefüllt, weil die Nase von dem Vogel sollte halt schon stimmen. Ne? Ja. Und dann für die Form kommt dann hier so ein Stück da oben drauf. Das ist dann der offene Ausschnitt dann später. Und bei der Kabinenhaube kommt dieses Stück dann da innen rein. Und das ist für den Formenbau dann auch von Vorteil. Weil dann kann man hier schön den Rahmen machen und kann dann beim Laminieren noch innen rein ein bisschen und eventuell nicht gut gelungene Überstände noch schön antupfen. Ja, ansonsten ist die Druckerei eigentlich sehr gut gelaufen. Der Schleifaufwand hielt sich in überschaubarem Rahmen und die Vorarbeit von Georg mit dem Erstellen der Datei und so weiter, die ist also hundertprozentig gelungen. Ich habe das Ding auf den Originalplan draufgelegt, also so kein Versatz feststellbar. Stimmt also und ist ein bisschen stabiler wie das Styropor des Originals. Ja, dann sind wir ja frohen Mutes. Ja, auf jeden Fall. Prima, Bernd, danke. Ja, könnte schon fast in die Luft gehen, wenn er 2 Flächen hätte. Ja, da habe ich ja bis jetzt nur die Rippen. Naja.